So, Checkerfreunde, mal ein kurzes Ambiente-Video vom neuen Kia EV9. Und so sieht's aus. Die Serie müssen wir nicht extra ordern. Ich wollte euch nur mal kurz zeigen, wie edel schick das aussieht. Da würde ich gar nicht viel ändern. Das ist wirklich, was ich cool finde, einfach, dass aber einfach das Emblem beleuchtet ist. Ja? Das ist schon echt mega. Und jetzt haben wir hier praktisch die Türtafeln. Oben sowie unten Fußraumbeleuchtung haben wir indirekt keine, brauchen wir aber nicht. Das ist so alles grob groß beleuchtet, sage ich mal. Das ist richtig cool. Ja. Also kann man Tür auf und zu nochmal, elektrische Fenster, Sitzheizung, Sitzlüftung, Serie. Auch hinten die schöne Ambientebeleuchtung hier ums Display. 32 cm Display, Fahrerdisplay, alles so Serie, wie man sieht. Richtig cool. Hier in der Mitte nochmal USB Typ C en masse. Ja, wirklich en masse. Dann hier unten seitlich beleuchtet, ja, auch sehr edel. Dann hier runter natürlich in das Fach hier beleuchtet. Fahrerseite, die ganzen Knöpfe, Schalter, Sitzheizung, Memory-Sitze etc., Lenkradheizung, Kofferraum elektrisch, Handbremse und so weiter, Ladeluke, Fahrmodi-Schalter. Hier unten den Gangschalter finde ich auch cool, ist ja da oben nicht im Weg. Ja, also wirklich edel gemacht. Dann hier oben Schalter, Rollo. Ja, wir haben das Panoramadach mit dabei, 990 Euro. Dann gehen wir mal nach hier hin. Mach ich mal an. Mach mal an. Zack. Cool. 3-Zonen Klimaautomatik Serie für hinten. Machen wir wieder aus. Und haben wir hier auch in den Türen Ambientebeleuchtung. Rechte Seite. Und dann hier vorne Beleuchtung der Mittelkonsole. Ich ziehe das mal raus. Das ist dann bei diesem P4-Paket mit dabei. Ziehen wir wieder rein und dann ist der Fußraum hier ein bisschen beleuchtet. Das finde ich cool. Sieht richtig edel aus. Linke Seite auch hinten Sitzheizung, Sitzlüftung. Mega. Licht hier oben noch einmal. Und dann natürlich das Panoramadach, sieht man jetzt nicht. Und hier hinten haben wir dann nochmal die Knöpfe für die elektrischen Sitze und sowas. Und nochmal USB Typ C ganz rechts. Für die dritte Sitzreihe. Wir haben hier 6 Sitzer mit Einzelsitze und 7 Sitze in Serie. Also so sieht es aus. Also ich finde schon sehr edel gemacht. Also man fühlt sich da richtig wohl. Kuschelig, mega Sitze. Also dann hier unten nochmal, stimmt hier, Auto holt, Backup-Fahrhilfe, 360-Grad-Kamera, Parksensoren. Drücken wir mal drauf. Haben wir auch extra Video gemacht von der 360-Grad-Kamera. Ja, und von dem Blind-Spot-Monitor auch, beim Abbiegen und so wieder funktioniert. Richtig cool. Das war's schon, Ambientebeleuchtung. Kia EV9 habe ich euch mal gezeigt. Macht's gut. Noch sie macht andere Videos mit online. Schaut sie euch an. Vielen Dank ans Auto aus Putzlacher aus Magstadt für diesen tollen, coolen Testwagen EV9 GT Line. 385 PS, 700 Newtonmeter, 2,7 Tonnen über 5 Meter lang. Bye, bye.